Das Maß ist voll mit Olaf Thon diesmal, mit Marien Hufe, Triathletin, und mit der Leonie Massner, Eishockey, 14-jährige Nationalspielerin. Unglaublich! Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, 18 Mal voll. Das ist toll. Aber dann habe ich eine WhatsApp bekommen. Da steht: Hallo Roland, vielleicht kennst du jemanden. Falls jemand Interesse hat, ein Kumpel von mir hat ein Ticket für das erste Spiel der Nationalmannschaft bei der WM in Russland gekauft. 17.06.2018 um 17 Uhr, ohne darüber nachzudenken, dass am gleichen Tag seine Hochzeit stattfindet. Hat eventuell jemand aus eurem Bekanntenkreis Interesse? Die Kirche wäre in Bochum, die Frau heißt Sandra. Und wie das immer so ist im richtigen Leben, Vorspiel ist wichtig, ne? Ich hab gedacht, hättest du den nicht irgendwie ankündigen können? Ich wundere mich, weil wir kennen uns ja schon länger, ne? Aber Mass ist vor. Super voll mit Olaf Thon. Welcome. Willkommen in Dienstlaken. So, du bekommst das Mikrofon. Schön, dass du da bist, Olaf. Du hast es nicht weit gehabt. Was sind deine ersten Sätze hier zu dieser fantastischen Weltstadt Dienstlaken? Ja, hat Eva Habermann auch gesagt. Ja, ich bin ja nicht weit angereist von Schermbeck. Ich hätte fast mit dem Fahrrad fahren können bei dem schönen Wetter. Möchte mich bei Reinhard Hofacker recht herzlich bedanken, dass ich heute hier sein darf. Denn er hat mit dir dafür gesorgt, dass ich heute hier sein darf. Hab auch schon ein Bier getrunken auf der Terrasse. Bisschen rustikal, aber das gehört dazu. Das kennen wir Schalker. Ich bin ja auf Kohle sozusagen geboren in Gelsenkirchen, in Horst. Und schön bei euch zu sein. Dankeschön, Olaf Thon. Ich habe auch noch eins. Ja? Hat einer ein Tempo oder sowas? Ich bräuchte das mal eben. Ja. Tempo, oder ein Taschentuch oder so. Ja. Oh, das ist aber danke. Ja. Wobei die. Und dann habe ich mein erstes Spiel gegen Kolumbien gehabt, wurde eingewechselt, und dann das zweite Spiel gegen England. Ja. Da habe ich von Anfang an gespielt, und am Ende habe ich dann des Spiels den letzten Elfmeter für Deutschland reingeschossen. Also ich muss schon sagen, wenn ich nachts manchmal aufwache, davon träume, dann denke ich, hoffentlich habe ich ihn reingemacht. Ehrlich? Ja. So träumst du, wirklich, ja? Kommt schon mal vor. Aber, das muss ich auch sagen, habe mir ein bisschen vorbereitet. Es gibt auf YouTube ein Video, da sagt Franz Beckenbauer zu dir: Den Olaf Thon, den kannst du nachts wecken, der für den Elfmeter, das ist eine ganz coole Sau. Das ist eine ganz coole Sau. Ja. Der hat ja gar keine Emotionen, der zeigt es, der macht es. Du kannst ihn wecken, der macht es. Das ist ja, also im positiven Sinne. Da legst du ihn nieder. Da legst du ihn nieder, ja. Also. Es ist der Kaiser zu der Zeit 1990. Ja. Es war. Wenn er jetzt durch die Tür gekommen wäre, es wäre eine Lichtgestalt gewesen. Es ist wirklich so. Ja. Der hat, da war eine irgendwie Aura, was, ne? Da war Aura, Flora und alles. Ne? Ja. Und also ein Traum und ein Mensch. Und das war wirklich eine schöne Zeit mit ihm. Und wenn der Kaiser mitgespielt hat, ne? Der ist ja nur so immer. So. Als wenn der den Walzer tanzt, der hat doch nicht geköpft, ne? So. Oh. Aber wie der am Ball war, der hat. Haben wir das? So, ne? Also, es war phänomenal. So ein bisschen Sonnenkönig, ja, ne? So ein bisschen herrlich. Sonnenkönig. Genial.
Maren Hufe! Maren, wie lief dein Tag heute ab? Ich glaube, wir haben schon gewhatsappt heute Morgen. Da hast du eine Frage gehabt, da sagst du zu mir, alles klar, danke, weiß Bescheid. Ich bin jetzt schon wieder beim Schwimmen oder Laufen. 6.25 Uhr war das da. Bin dann los zum Laufen. Bevor wir jetzt nochmal richtig zu dem Sport nochmal schauen, nochmal der eine Ausflug. Also du hast dann auch dementsprechend nochmal Betriebswirtschaft studiert, European Business. Kellnern habe ich auch noch gemacht, auch noch 10 gemacht. Jahre ja, lang. Am Kornmarkt, ne? Am Kornmarkt, ja. Also ich fühle mich in der urigen Kneipe sehr wohl. Ah, sehr schön. Ja, aber es war halt alles irgendwann zu viel des Guten und da musste ich mich entscheiden. Und ja, bin dann mit der Betriebssportgemeinschaft von der Volksbank damals zum Laufen gekommen. Ja. Nur nochmal für Sie und für euch. Wenn wir vom Triathlon reden, reden wir von 180 Kilometer Radfahren, von 3,8 Kilometer Schwimmen und von 42,15 oder deine Bestzeit war 8 Stunden 57, ist das richtig? Ja. Dann habe ich, sie hat dann gesagt, okay, dann läufst du nur 9 km/h und du hast 12. Wir hatten die beide gleiche Steigung gehabt. Und bei der Wiederholung, lass mich nicht lügen, ich glaube schon bei 23, merkte ich einfach, ich muss längere Pausen machen, klappt einfach gar nicht. Bei 10 hatte ich nochmal gefragt, hast du gesagt, nee, alles gut, Tempo. Alles klar, ne, alles klar. Ja, bitte, bitte. Also erstmal, warum habt ihr mich nicht angerufen? Ja, dann... Ich habe auch WhatsApp, du hast für jeden Mist hast du geschrieben, ne? Und ich habe mich schon zurückgehalten. Ja. Meine Bestzeit war der Ruhrmarathon, 2006 war es, glaube ich. Und den letzten bin ich 2009 gelaufen. 2006. Ach so! Ja, 2006 hast du gesagt, ne? So 2006 war das. Dann dachte jeder, 2 Stunden 6. Ne, 2006. Ne, Sommermärchen, ja. Even though time goes by and I still can feel the painful choices that we made. Even though I think about your eyes, it causes no surprise at all. The tears are crying in vain. Leonie Massner! Jawohl, ne? Wie sich das gehört? Küsschen. Wie kommt ein junges Mädchen dazu, sich so einen harten Sport auszusuchen? Also, im Kindergarten waren schon viele Freunde von uns, die mit Eishockey angefangen haben, beziehungsweise mit dem Schlittschuhlaufen. Wenn du, ihr spielt ja in gemischten Mannschaften, auch gegen die anderen. Sind dann die Jungs zu dir, obwohl du eine Gegnerin bist, etwas anders oder hauen die auch Bodycheck, egal? Also ich würde ja sagen, dass sie sogar härter gegen Mädchen halt checken und sowas. Oh. Ach so, Moment, Mädchen checken oder Mädchen checken? Das ist natürlich, glaube ich, auch so. Mädchen checken. Dann doppeldeutig. Du spielst aber nicht nur bei den Cobras hier in Dienstlaken. Ja, genau. Ich spiele in Düsseldorf Damen. Also in Dienstlaken spiele ich halt noch mit Jungs zusammen in Düsseldorf Damen. Ja. Und die erste Bundesliga. Genau, in der ersten Bundesliga. Erste Bundesliga. 14 Jahre. DEG. Ja. Schöner Abschluss erstmal für den vorletzten Teil. Leonie Massner, Bundesligistin Düsseldorfer EG. Dienstlakener Cobras, EM-Final in Finnland. Maren Hufe! Und Olaf Thon! Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind, dass Sie bei uns waren. Und jetzt schon die Vorschau für das nächste Mal. 19. September, Jörg Bausch, das wird schlagerlastig. Also, die, die Klassik mögen, bleiben draußen, die da Schlagermärchen kommen rein. Und dann am 28.11. haben wir, der Preis ist heiß, Harry Weinfurt zu Gast bei Das Maß ist voll. Danke, dass ihr hier seid. Einen schönen Abend, wir bleiben noch hier gerne. Wir machen noch Fotos, erstmal mit den... I've dreamed that I might live a life without your lies, a life that's not worth fighting for, and
never would have dreamed that someday I might miss you.